Willkommen zu einer weiteren Folge Project Zomboid. Wir sind erst einmal gestorben und werden jetzt unser Häuschen ausbauen. Wir schauen mal, was es heißt, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben. Und wir werden sehen, ob wir genug zu essen bekommen, ob wir genug zu trinken bekommen. Und vor allem wird es Klopapier geben. Klopapier, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ja, so bist du gestorben. Irgendwie unbefriedigend, so diese Aussage. So bist du gestorben. Irgendwie merkwürdig. Naja, los geht's. Tadam. In der letzten Folge sind wir verendet, indem wir unser Häuschen hier für uns beansprucht haben und sagten, das hier wird unsere Heimat. Unsere Heimat, in der alles sicher ist, in der keine Zombies reinkommen und wo wir leben können bis ans Lebensende. Wie geht's uns eigentlich, apropos Lebensende? Moderate Verletzung bandagiert sind wir. Wir könnten mal was essen. Also, ich würde sagen, wir müssen erstmal für unser Wohl sorgen. Das bedeutet, ich bringe mal so Sachen wie Blechdosen und so weiter, lege ich mal alle hier ab. Und ich würde sagen, dass wir zuallererst mal uns ausrüsten mit Essen, so dass wir uns wirklich hier, ja, niederlassen können. Ausgießen? Nein. Fallen lassen? Nein. Autodrink ist an. Okay. Wir sind geringfügig verletzt, benötigt erste Hilfe. Also wir sollten versuchen, 18.30 Uhr, wir sollten versuchen, Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Wir sollten versuchen, hier ganz sauber was zu essen zu finden und den Krankenwagen nochmal zu looten. Was zu essen. Die Zombies werden nichts zu essen haben. Frisches Brot nehme ich mit. Erdbeerkuchen nehme ich auch mit. Wir haben einen funktionierenden Kühlschrank da oben. Frische Limette, frische Orange. Machen wir erstmal einen Essensrun, würde ich sagen. Alles nehmen. Dose mit Kartoffeln. Dose mit Sardinen. Wir haben keinen Dosenöffner, den brauchen wir. Wir müssen mal drüben im Geschäft gucken, ob wir da einen finden. Marinara. Nicht Marihuana, sondern Marinara. Feuerlöscher. Eimer. Da kommen Zombies. Aber die haben hier nichts zu suchen. Das ist mein Haus. Frische Karotten. Ich sagte, das ist mein Haus. Wer versteht es denn hier nicht? Ja, also. Essen. Butter. Frische Eier. Joghurt. Milch. Wir bringen das alles hoch. Das Schöne ist ja, dass wir es nicht so weit haben. Joghurt, Frischkäse, Schmelzkäse, Schmalz. Ich weiß nicht, was wir damit kochen können. Wir werden es sehen. Aber wir haben die Möglichkeit, tatsächlich hier richtig einzupacken. Backsoda, brauner Zucker, Mehl, das nehme ich jetzt mal nicht mit, wobei Mehl, Pflanzenöl, hier, Dosen, alle Dosen. Wir sind ziemlich hart überladen, aber ich fange mal an, hier vielleicht alles, was Nahrungsmittel ist, mal zu sortieren. Nahrungsmittel von hier. Alter, haben wir viel Nahrungsmittel dabei, bis da, in den Rucksack zu stecken. Sehr gut. Ah, der ist fast voll und wir sind hier wieder ziemlich gut dabei. Der Rucksack kann halt eben einfach mehr alles nehmen. Für Lastverteilung auf dem Rücken und so, das ist natürlich wichtig. Noch mehr nehmen, wir nehmen alle Dosen mit. Das ist alles unser Essen. So. Senf. Ich suche noch einen Dosenöffner, wie man sich ja vorstellen kann. Zuckerstange. Wir haben auch jetzt mal gar nicht vor, aus der Stadt rauszukommen. Also hier, diese Geschichte ist nicht, wir sind ein Held, wir wollen zur, keine Ahnung, Militärbasis Alpha, Zeta, Y, sondern wir wollen einfach überleben. Das ist das Ziel, zu überleben oder zumindest so lange wie möglich zu überleben. Trockene Rahmnudeln. Kaffee. Oh. Dosenfrucht, Cocktail. Ja, man wird sich nachher über alles freuen, was man so findet. Und auch hier, das nehme ich mit, das lege ich in den Kühlschrank. Räumt die Sachen weg, Leute.
Okay, Dosen kommen natürlich nicht in den Kühlschrank, aber alles, was so verderblich ist, werde ich in den Kühlschrank räumen. Weil ich ein anständiger Kerl bin. Kartoffeln, Lauch. Und ich weiß noch nicht, ob ich da was daraus backen kann, was kochen kann. Ich habe keine Ahnung, das ist ein Zombie. Zwei Zombie. Ich bin so überladen. Ich kann mich ultra beschissen bewegen. Ist die down? Ja. Okay, hoch und abladen. Ganz wichtig. Abladen. Erstmal abladen, wieder Gewicht einsparen, leise sein und zu Hause sein. Home, sweet home, sag ich nur. So. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Schrank nebendran. Dann würde ich doch mal sagen, wir nehmen mal alles, was... Wir müssen ein bisschen breiter machen hier das Fenster. Alles, was Nahrungsmittel sind, die aber logischerweise nicht gekühlt werden müssen. Also Brause muss nicht gekühlt werden, Dosen. Das kann alles in den Schrank. So, und dann haben wir hier ganz viel frisches Gemüse und Obst, das ist wichtig. Machen wir hier größer, geil. Einfach geil, die Sortierung macht Spaß. Nahrungsmittel, Dosen. Dosen fliegen in den Schrank, nicht in den Kühlschrank. Ja, wenn ihr das mal verstanden habt, das System, dann seid ihr ja schon viel, viel weiter. Hier frische Zwiebeln, Kartoffeln und so weiter fliegen in den Kühlschrank. So. Das sind Bücher und so, die schmeiße ich da unten rein. Ich finde, das gehört ja gut hin. Kaffee ab in den Schrank. Trockene Ramennudeln, Schrank. Okay. Ich will mich hier richtig niederlassen, ne? Das ist mein Ziel. So. Hier ist also Essen drin und sowas wie Bratpfanne, Blechdose und Kram, Muffinblech, Kochtopf. Ist in Ordnung. So, dann gehen wir darüber, geben wir die ganzen anderen Sachen ab, die wir noch haben. Ja, Stifte, VHS-Kassette, ja, das fliegt hier alles rein. Das ist genau sowas. Genau sowas kommt hier rein. Fischen, Comicheft. Den Stift brauche ich. Stofffetzen brauche ich eigentlich auch. Batterie brauche ich nicht. Fliegt hier auch erstmal rein, kommt dann später in den Spezialschrank. Aber erstmal konzentrieren wir uns jetzt hier auf den Schrank, Kühlschrank, das Schränkchen nebendran und hier diese zwei Dinge. Und da können wir auch sagen, der linke Schrank wird alles, was mit Lehren zu tun hat, also Lehrbüchern, Lehrbuch von hier bis da, ab in den linken Schrank räumen. Und alles andere, was so Haushalt ist und Kram, Lehrbuch, Literatur und Gedöns, kommt in den anderen Schrank. So, also haben wir alle Lehrbücher jetzt hier, haben hier drüben Elektronik, Unterhaltung, Literatur, also normale Dinge zum Lesen, zum Ablenken und so weiter. Das ist sehr gut. So machen wir das. Schauen wir nochmal in den Rucksack rein. Im Rucksack ist auch nochmal so viel Essen drin und Kram. Dann machen wir doch mal hier Dosen. Butter muss auf jeden Fall in den Kühlschrank. So, Dose. Ab in den... Moment. Was ist denn das für ein Symbol hier? Ach, der hat doch mal einen Gefrierschrank dran, oder was? Ah ja. Gut, da wollte ich eigentlich gar nicht dran. Ich wollte in diesen Schrank. Nochmal. Dosen. Dosen mit Sardinen bis zur Erdnussbutter. In den Schrank. Ihr denkt jetzt, der hat einen Schaden. Ja, habe ich. Definitiv. Aber es wird sich später... Ist jemand da? Scheiße, wir haben Besuch. Den müssen wir ausschalten. Miststück. Die müssen wir wegtragen. Ach du Scheiße. Habt ihr es gesehen? Das Gesicht kann ich wegrennen. Scheiße. Was soll das? Ach du meine Scheiße. Was stimmt denn mit denen allen nicht?
Ich hab's geschafft. So, was ist hier los? Warum sind das so viele? Da werde ich ja aggressiv, ey. Da werde ich ja aggressiv. Also Schusswaffen sind einfach scheiße, wie man sieht. Die bringen ja gar nichts. Gut. Also, wir sehen, dass sich aus irgendwelchen Gründen hier doch ziemlich viele Zombies aufhalten. Ich kann mir nicht erklären, warum. Ich weiß nicht, warum. Wenigstens haben wir das gefunden, das ist auch schon mal gut. Und dann sprinten wir jetzt nach Hause, dass wir uns da verarzten können, das war ja nicht schlecht. Aber wieso sind die so nah an uns gekommen? Wir haben doch eigentlich alles safe. Wir sind doch gar nicht da, wir sind noch leise. Verstehe ich nicht. Okay, let's roll, würde ich sagen. Gut, gut. Guten Tag. Wir müssen dem Scheiß ja mal Herr werden hier, ne? Schau dir das mal an. Was soll das denn? So viele Idioten hier unterwegs. Alle in unserem Haus. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Ich würde sagen, ich treibe die einfach mal raus, ne? Gute Idee, denke ich. Scheiße. Oh nein! Kommt her, ihr Penner! Meine Güte. Okay. Mit gedrückter rechter Maustaste können wir nach hinten gucken. Oder wo wir hin gucken wollen. Und da haben wir jetzt natürlich eine ganz schöne Horde am Arsch. Die wir natürlich hier bedienen müssen. Oh, ein Baum. Ja, so ein Baum kann ganz schnell zum Verhängnis werden hier. Moment. Hat nicht geklappt. Ah, eben. Ausgestreift wie so eine Leberwurst. So, also, das heißt jetzt für mich, hart zurücksetzen, schnell nach vorne fahren. Hart zurücksetzen. Schnell nach vorne fahren. Oh oh. So. Okay. Oh, Frontscheibe kaputt. Das ist schlecht. Und Reifen geplatzt. Hart zurücksetzen. Keine Kontrolle mehr über das Auto. Ich bin der Todesstrudel. Yeah. Kommt nur... Oh, Motor ist aus. Aussteigen. Wegrennen. Nein. Nein.
dieses Drecksspiel. Dieses Drecksspiel. Okay. Letzte Folge dieser Runde. Das geht nicht. Das ist mir zu hart. Das macht mein Herz nicht mit. Ich werde mal die Menge der Zombies umstellen. Wir werden eine neue Folge anfangen. Wir werden hier auf 0,35 mal starten oder 0,5. Aber das ist ja die oberperverseste Scheiße, die es überhaupt gibt. In diesem Sinne, bis gleich. Tomboid Staffel 1 zu Ende.